Heute machen wir den Wasserstrahlversuch. Dafür brauchen wir eine aufgesägte Flasche. Genau. Klebeband zur Absicherung des Randes, denn Sicherheit geht immer vor. Lineal zum Abmessen und der Stift zum Markieren der Löcher. Und Utensilien, um die Löcher auszustechen. Aber wir beschränken uns vielleicht doch erstmal auf diese. Und Farbe, um das Wasser erkennbar zu machen. Aber vor allem brauchen wir Wasser!